Hi, hallo, ich bin MK, die EP ist nicht gekommen, denn ich hab sie ganz vergessen. Ich war viel zu sehr beschäftigt mit Xbox-Spiele testen. Außerdem passe ich eh nicht zu dem Hip-Hop in der Backspin. Und Menschen hassen mich wie diese Heller von Sinnen, denn auf der Bühne schrei ich rum, als würde ich Brennnesseln pissen. Ich bin seit 5 Jahren dabei, doch hab noch nichts verkauft. Vegan, beschreib mich mit 2 Worten. Ja, stinken voll. Und bei Auftritten gibt es keine Karten beim Vorverkauf. Doch ich ruh mich einfach auf den Lorbeeren auf. Trotzdem bucht man mich, denn Leute meinen, ich rap nicht schlecht. Klar komm ich vorbei und sauf dir gerne die Getränke weg. Oder bleib zu Hause und guck zum 10. Mal Massey Texas. Ich hab keine Groupies, weil ich schlecht im Bett bin. Mein Psychologe ruft mich zum Beratungsgespräch. Doch danach braucht der Mann ein Beatmungsgerät. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Doch sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Und sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf. Dann springt ein Label auf mich an, gib mir einen Vertrag und ich gebe dir mein erstes Autogramm. Und ich rap für etwas Warmes zu essen. Ihr könnt nicht schlecht über mich sprechen, ihr habt leider meinen Namen vergessen. Und sind wir ehrlich, mein Output ist erbärmlich und orientiert sich an der Backspin. Ich rap vierteljährlich. Ich bin mehr Fan von meinen Fans als meine Fans von mir. Weshalb die meisten meiner Fans auch gar nicht existieren. Trotzdem scheint in meiner Welt die Sonne, denn ich wohne in der gelben Tonne. Was für ein Dreck, ich mach das Gegenteil von Werbung und streite ganz einfach ab, dass ich rap. Nein, ich mach keine Tracks, du hast mich da verwechselt. Der Typ sieht zwar so aus wie ich, doch nennt sich Manuelsen. Es gibt kein gottverdammtes Vegan-Album. Ich bin nur der kleine blonde Junge von der Zwiebackpackung. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Doch sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Und sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Doch sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf. Und ihr denkt, wir wären Stars. Manchmal denken wir das auch. Und sollte dies jemals der Fall sein, ja, dann hängen wir uns auf.